Hallo und willkommen zurück zum Großen Hund und ich Adventskalender, heute an Tag 16. Das Kommando kann man es eigentlich gar nicht nennen. Das, was ich dir heute zeige, knüpft an das, was wir gestern gemacht haben. Gestern habe ich dir gezeigt, wie du deinen Hund in die Position bringst und wie du damit eine Übung startest und auch wieder abschließt. Was ich dir heute zeige, ist für uns das Kommando rum. Das ist nichts zu trinken für uns. Das bedeutet lediglich die Art und Weise, wie Pebbles, wenn ich sie rufe, an mich rankommt. Dafür gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist einfach, dass ich sie, wie gestern im Video schon gezeigt, in die Position rufe. Das bedeutet für uns aber nur Position und ich leite sie mit der Hand hin. Es gibt noch eine zweite Variante, die sieht etwas eleganter noch aus. Und das ist für uns das Kommando rum, das zeige ich dir jetzt. Also, her. Ich lasse sie also sitzen oder Platz nehmen, gehe ein Stückchen weg und wenn ich sie jetzt ranrufe, dann kommt das Kommando rum. Tabi, rum! Super! Das heißt, sie geht hinter mir rum und nimmt danach in der Position Platz. Es gibt also zwei verschiedene Möglichkeiten, in die Position zu kommen. Einmal von außen reindrehen und einmal hinten rumlaufen. Das ist für uns das Rum. Wie kannst du das deinem Hund zeigen? Das zeige ich dir jetzt. Du lässt dir einfach Das machst du einfach so lange mit dem Leckerchen, bis du es mit einem Wort verknüpfen konntest. Du kannst dir natürlich auch jedes andere Wort vornehmen dafür, aber rum ist für uns... Ja, das hast du toll gemacht. Rum ist für uns das ein sehr kurzes und knappes Wort, das eigentlich ganz schön kleine Schwächen noch hier und da, aber so in der Art kannst du es aufbauen. Achte darauf, wenn du das so ein bisschen schlampig machst wie ich gerade, dann sitzt der Hund irgendwo hier, aber er soll natürlich schön am Bein sitzen. Aber du musst selber wissen, ob du darauf Wert legst oder eben nicht. Für mich ist es keine große Sache. Wir sind nicht ambitioniert im Hundesport oder ähnliches. Aber ja, sei dir einfach bewusst, dass solche Entscheidungen, ob du das belohnst oder nicht, eine Rolle spielen. Okay, ja, so kannst du das Kommando rum mit deinem Hund lernen und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Mach's gut!